Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Stories, der Nussknacker. Ich wollte zuletzt hier das Wimmelbild machen und das tun wir jetzt auch mal. Ja. Geht los, geht los. Wo geht's denn mal los? Frosch und Tasse. Frosch und Tasse. Also eine Tasse sehe ich schon mal. Immerhin. Und den Frosch sogar auch. Dann offenes Schloss. Da fehlt wahrscheinlich der Schlüssel, genau. Wo ist denn der Schlüssel? Ja, der Schlüssel, der Schlüssel. Dann Kamm und Parfüm, damit wir uns hier nicht ewig aufhalten. Parfüm, ist das die Parfüm? Nee, das ist eine Weihnachtskugel. Das ist eine Trinkflasche eher. Das ist das hier? Keine? Könnte? Keine Ahnung, was das dann ist. Ach, da ist der Schlüssel. Aha. Okay. Statt der Parfümflasche. Gut. Dann wieder weiter. Es findet sich ja nach und nach meistens immer doch wieder was. Zange, Drache, Bauer. Zange, 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 Drache, Bauer. Ich glaube, ich muss erstmal wieder warm werden. Ich merke das schon. So, das Ding brauche ich. Brauche ich nicht? Nö, anscheinend nicht. Zange. Nee. Damit ist nicht Zange gemeint. Und der Drache? Wo ist der Drache? Das ist ein Drache? Das war ein Drache? Okay. Bauer, damit ist dann so eine kleine Bauer-Schachfigur gemeint wieder? Oder was? Hiermit kann ich einen... Das war das Parfüm. Voll die Mini-Flasche. Okay. Katze. Die hatte ich schon gefunden. Und einen Fächer hatte ich auch schon gesehen. Da war der Bau. Da ist die Zange. Jetzt noch Schere. Da habe ich das eine Stück. Ah, und da ist das andere. Dann habe ich die auch. Spitzer Bleistift. Das ist irgendwo... Was? Ah. Ah, hier ist der Stift. Und da ist der Anspitzer. Perfekt. Hab alles. Gut gemacht. Gut. Dann habe ich das gut gemacht. Gut. Kann ich diesen komischen Dings bestimmt einsetzen. Wo war das nochmal? Nee, hier waren die Tassen. War doch hier irgendwo so ein Ding. Brauche ich noch Öl? Da brauche ich einen Kopf und einen Knauf. Die muss ich irgendwie abzwingen. Kann der Nussknacker hier eigentlich helfen? Dann? Nö. Genau, hier war das, wo man das einsetzen kann. Fehlt nur noch der andere Drache. Okay, und jetzt? Gehen wir mal wieder weg hier. Oh, ich will der Katze endlich helfen. Das ist ja furchtbar. Wie lange das braucht, damit man der helfen kann. Das arme Ding. Ah, hier kann ich das Fressenstück einsetzen. Perfekt. Und ich nehme an, jetzt kann ich ein Bild bauen. Ich gehe trotzdem auf Info. Rekonstruiere das Fresko an der Wand. Klicke mehrmals auf ein Stück, um es zu drehen. Klicke nacheinander auf zwei Stücke, um sie zu vertauschen. Ah, okay. Drehen kann ich die also auch noch. Das könnte dann etwas länger dauern, nehme ich mal an. Vor allem will ich erstmal überlegen, wo überhaupt was hingehört. Ah, das ist aber richtig. Dann setzt sich das ein und bleibt doch. Das finde ich gut. Moment, das war schon richtig gedreht. Dreh dich mal wieder so hin. Und tausch dich mal. Aber irgendwo... Ich kann mir vorstellen, beim Wasser hier soll das sein. Genau daneben. Na klar. Och. Wenn man einmal falsch gedreht hat, ne? So.
Ist auch richtig. Ich drehe jetzt und drehe und drehe. Na, wo kommen die Bäume hin? Da unten gehört das hin. Ist irgendwie noch nicht richtig so gedreht, ne? Ich glaube, so gehört das eher. Ich merke jetzt auch erst nach und nach, dass der Rand ja auch schon fertig ist. Dann ist das ja natürlich auch gar nicht mehr so schwer. Trotzdem muss man echt hier so ein bisschen gucken, wo diese Bäume und so sind. Auch der Brunnen muss irgendwo sein. Das würde ich eher nach oben irgendwie setzen. Wegen den Mauern. Ach, das war schon mal richtig. Das ist gut. Das ist jetzt auch richtig gut. Ja, nach und nach wird das sich schon zurechtbauen. Perfekt. Nee, das war schon richtig rum. Gehört nur wahrscheinlich eher nach oben. Genau. Nee, noch nicht so richtig. Ich muss das hier unten nochmal hinkriegen. Vor allem, wo es dunkel ist, da kann man ja... Gehört das ja ungefähr hin. Dunkel, dunkel, dunkel. Die gehören alle... Die sind alle richtig. Das ist jetzt auch richtig. Wie soll denn das sein? So. Und dann gehörst du, glaube ich, dahin. Genau. Du dahin. Wird schon, wird schon. Ist aber ein relativ schönes Bild, finde ich. Aber auch ein bisschen schwierig. Also dauert ein bisschen, ne? Ist halt nicht so offensichtlich. Welcher ist von den unteren denn jetzt hier gerade? Ach, der ist noch nicht richtig. Das gehört bestimmt dahin. Genau, und dann sind die beiden noch falsch. Aber irgendwo ist noch ein Fehler da. Dann ist... Genau, dann ist hier die Brücke auch fertig und dann ist es fertig. Was habe ich bekommen? Ah, alles klar, den anderen Drachen. Setzen wir den doch auch mal fix in diese Schatulle ein. Mal gucken, was dann in dieser Kiste ist. Ein Schlüssel. Das ist super, nur leider habe ich gerade vergessen, wofür ich den nochmal brauche. Bestimmt für draußen. Oder für die eine Tür da. Brauchte ich hier einen Schlüssel? Nee, ne? Aber hier brauchte ich einen Schlüssel. Ist das vielleicht der? Jawohl. Was bekomme ich? Eine Ölkanne, alles klar. Und eine Rose. Wenn ich die Blüte mitnehmen möchte, muss ich sie irgendwie vom Stiel abtrennen. Das ist ja bei der anderen Rose da auch so. Kann ich die abfackeln oder mit ihm? Mhm. Beides nicht. Dann ölen wir mal das hier erstmal. Man muss ja immer ein bisschen hier hin und her laufen. So. So. Jetzt ist er frei. Mein kleiner Freund kann die Ratte sicherlich besiegen. Und dafür machen wir den Käfig auf? Das ist ja auch irgendwie gemein. Jetzt ist er die ganze Zeit gefangen und dann wird er auch noch angegriffen. Dafür haben wir jetzt aber eine Feile. Und mit der Feile werde ich jetzt endlich die arme Katze hier befreien. Geht ja gar nicht. Irgendwas stimmt nicht.
Geht das nicht? Ja, ich. Doch, geht wohl. Na also. Nun, da die Katze frei ist, kann sie mich bei meinem Abenteuer begleiten. Hello. Thanks for helping me. My name is Fred. My father was a rather famous rat hunter. He defeated whole armies of rats in his day. I'll live up to him someday, but for now, I'm still learning. But I'm happy to help you and the Nutcracker here. Okay, cool. Here. Hallo, Fred. Okay, Fred ist jetzt auch bei uns. Normalerweise hat man ja auch so die Hilfsleute immer so hier an der Seite, aber da stattdessen haben wir da hier einfach nur so eine Lampe und unsere Hilfsleute sind jetzt da unten. Aber warum auch nicht? Was kann die Katze denn? Was kann die denn? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Mäuse jagen oder so. Ja. Irgendwie fehlt mir die ganze Zeit noch die Tasse und kann ich mit der Pfeile, Moment mal, auch die andere Blume hier rupfen? Jawohl, die kann ich nämlich damit immer abpflücken. Dann kann ich die da draußen, oh ja, das Gedudel ist gar nicht laut. Die hier auch. Juhu. Nur da komme ich nicht ran. Aber die Katze vielleicht. Ah. Super. Da hilft uns die Katze also. Jetzt haben wir alle. Wir haben alle. Na komm, geh auf. Es ist offen. Wir haben es geschafft. Ich muss sie retten. Ja. Dann gehen wir dahin, zu Mary, in den Garten. Elendes Nagetier trifft den Rattenkönig. Oh nein, der Nussknacker. Der Nussknacker, sie haben ihn ganz schön zugerichtet. Oh, oh nein. Aber immerhin haben wir jetzt dieses Symbol hier. Was stand da? Oh, Moment, er ist doch ein Spielzeug, oder? Ich kann ihn also zusammenbauen. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ist ja schrecklich. Und hier haben wir einen Maschinenteil von dreien. Was haben wir hier noch? Ja, da muss ich erstmal alle sammeln, dann kann ich das Rätsel auch bestimmt machen. Und hier haben wir auch noch zwei Teile, und zwar eine Gussform und ein Metall. Ach, da ist der Metallknauf, alles klar. Und diese komische Blume, die wir sammeln können. Gehen wir nochmal zur Kreuzung. Was ist denn hier jetzt? Das ist ja schrecklich, unser Nussknacker. Jetzt ist das Tor auch noch versperrt. Sie sind nach rechts gelaufen. Ich glaube, sie haben die Prinzessin bei sich. Ein Zahnrad, aber ich muss das Eis schmelzen. Dafür habe ich doch den hier, den Kerzenleuchter. Der auch sofort dahin gelaufen kommt. Tipp, 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 tipp. Der wirkt immer so ein bisschen verplant irgendwie. Gut, dass ein paar Äste im Eis festgefroren sind. Gut, ein Zahnrad habe ich auch. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber ich schätze, damit kann ich die Brücke bedienen. Meiner Erfahrung nach fallen die Zahnräder oft heraus. Alles klar, da gehören die also alle hin. Es ist tiefster Winter, doch der Fluss fließt noch immer. Was haben wir hier? Der Drache hat nichts zum Knuddeln. Nein, hat er nicht. Und wir können da Sachen einsetzen, ich sehe schon. Da oben ist ein Hebel, aber ich komme nicht heran. Aber die Katze. Ja, klar.
Die Katze kann das alles, immer alles, was oben ist, ne? Ist klar. Okay. Da ist wieder so eine Puppe. Ich hab sie gesehen. Okay, ja. Gut, gehe ich erstmal zurück, weil ich glaube, dem Nussknacker kann man gerade eh so nicht helfen. Gehen wir wieder rein. Hier gab es ja noch ein paar Sachen zu tun. Ist auch so eine Puppe, ne? Stimmt. Muss mal anfangen, die Puppen hier zu sammeln. Nicht, dass ich die noch verpasse im Nachhinein. Hier war doch dieses komische Illuminati-Dreieck. Genau, das setzen wir da jetzt mal ein. Und dann nehmen wir Leim. Das ist schön. Leim. Gut. Ist hier auch eine Puppe? Da ist eine Puppe. Haha. Ich Puppensammlerin. Werde euch alle finden. Oder auch nicht, wahrscheinlich. Ich brauche einen Knauf, um es zu öffnen. Wo ist der Knauf? Herr Knauf? Das ist der Knauf, ne? Ja. Ja, klar, wenn man mit beiden Händen nicht einfach den Glasdeckel abnehmen kann. Ist klar. Was habe ich? Ein Silberbarren. Mhm. Und der ist das ein Hundekopf? Löwenkopf? Der fehlt jedenfalls. Ja, Hundekopf. Sag ich doch. Ich habe den aber noch nirgends irgendwie gesehen. Müsste der nicht auch irgendwie kommen? Aber gut, die Tassen haben wir auch seitdem nicht. Hier haben wir alles gemacht. Was mache ich jetzt mit dem Leim und dem ganzen Kram? Und wie kriegen wir das hier aus? Auf. Weiß ich auch nicht. Damit? Keine Ahnung. Gut, dann, ne? Ist das auch eine Puppe? Nein. Hatte ich die Puppe hier schon? Ja, das ist das Problem. Jetzt fange ich an, die Puppen zu erkennen und weiß, wonach ich suchen soll und weiß immer nicht, ob ich schon in allen Bildern eine hatte. Vergesse ich immer. Ja, was macht man denn hier so? Mit Leim könnte ich doch den Nussknacker vielleicht mal reparieren. Oh, er lebt wieder. Oh, Nussknacker, ich dachte schon, das wäre dein Ende. Nein, er kämpft wieder an unserer Seite. Das finde ich gut. Und dann fängt die Musik auch wieder an. Das ist auch gut. Aber fliegen und flattern jetzt hier die Teile rum? Ja, geh wieder zurück. Sind die hier vielleicht irgendwie verstreut und ich muss die einsammeln und sehe die noch nicht? Hm. Na gut. Dann nicht. Dann gehe ich wieder dahin. Weil ich komme hier gerade irgendwie auch nicht so wirklich weiter. Doch, hier ist noch wieder was. Ah, eine Ratte allein ist kein Problem für uns. Moment, Nussknacker, ich brauch dich wieder. Okay, nimm das, du Rattengesicht. Alles klar. Na toll, die Ratten konnten den Hebel noch benutzen und jetzt ist er kaputt. Ich habe einen neuen. Guck mal, jetzt können wir in den Bibliothekseingang gehen. Schön. Hey, das kannst du nicht mitnehmen. Ach, er hört nicht zu. Also es ist nicht schön, wie die Ratten hier alles, ne? When I was a boy, I loved to spend hours in the library. Reading books about brave knights conquering magical worlds. I imagined I was the hero. As a girl, Mary loved to read too. Her favorite stories always had happy endings. One day we reached for the same book on the library shelf. As we chatted, we realized how much we had in common. She called me Prince, and I called her Princess, just like the characters in that book. I didn't know I had a rival in the form of a rat. As nasty as he was portly, he was watching us that day in the library, plotting how he could get Mary for himself.
So war das also. Eigentlich wollte ich die Puppe gerade nehmen. Aber das ist gar keine Puppe. Okay. Da ist eine Puppe aber. Ja. Und dann fing die Sequenz an. So, das scheint eine Bibliothek zu sein. Ich liebe Bibliotheken. Ich auch. Obwohl ich irgendwie nie in eine gehe. Was sind denn das für Spinnweben? Sie lassen sich nicht beseitigen. Sie müssen magisch sein. Eine einzelne Schraube, ich sollte sie mir nehmen. Benötige ein Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Habe ich überhaupt was und kann ich überhaupt was machen, solange diese Spinnweben da sind? Okay. Da kann ich also nichts machen. Was mit dem Schneemann? Ah, ein Zahnrad. Das ist wieder das. Ich habe schon ewig keinen Schneemann gebaut. Ich auch nicht. Aber es schneit ja auch immer gar nicht meistens so doll. Irgendwie. Und dann muss das ja auch so ein klebriger Schnee sein, nicht so ein gefrorener Röselschnee. Dann geht das auch nicht. Ja, die Tür. Habe ich nicht eine Ratte mit dem Schlüssel verschwinden sehen? Können wir hier unten dann gucken, ob sie hier ist? Ah. Das ist ein Goldbarren. Okay. Verschlossen? Warum nur? Kann da unser Dings wieder was machen? Nee. Dieses Gitter muss weg. Wie soll ich denn das Gitter wegkriegen? Kann die Katze da was machen? Aber ich habe doch jetzt beide Zahnräder. Dann kann ich die ja schon mal hier ranpacken. Genau. Und kann da vorne hingehen ins Tal. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal hier um. Im nächsten Part von Christmas Stories, der Nussknacker. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann.